Hallo zusammen, das ist die B20P. Das ist eine 20 Liter Kühlbox mit einem Danfoss Secop Kompressor. Der Danfoss Secop Kompressor ist dieser Kompressor hier. Querschnitt wird seit 20 Jahren so gebaut, ein bisschen mit Änderung hier an der Steuerung. Aber es soll der beste Kompressor sein auf dem Weltmarkt. Es ist auch der teuerste. Trotzdem sind wir hier mit 400 Euro bzw. Schweizer Franken für eine Kompressorkühlbox mit diesem Kompressor relativ preisgünstig. Wir haben noch die Stück größere, die B30, weil hier bringe ich diese 1,5 Liter Flaschen nicht rein, die haben keinen Platz, ich muss sie ablegen, dann geht es, das ist kein Problem. Die Klientel der Leute, die sich solch eine Kühlbox kaufen, die Box hat eine Höhe von unter 400 mm. Wenn die also irgendwo unters Bett muss oder einfach in der Höhe eingeschränkt ist, wird auf diese Box zugegriffen. Vielmehr wird die B30 verkauft, die ein bisschen größere, ist vom Inhalt 8 Liter mehr. Aber auch von der Höhe her hat sie so viel mehr. Und dann passt sie vielleicht nicht drauf, runter. Aber preislich für 10 Schweizer Franken Euro mehr spielt das nicht. Das ist kein Thema mehr. Warum Schweizer Franken gleich teuer wie Euro? In der Schweiz liefern wir diese Box für 400 Schweizer Franken inklusive 7,7% Mehrwertsteuer. In Deutschland liefern wir die gleiche Box für 400 Euro, das sind also etwa 8% mehr, aber inklusive 19% Mehrwertsteuer. Also die Preisdifferenz wird, oder was sie in der die Preis-Währungsdifferenz wird eigentlich von der deutschen Mehrwertsteuer, die wesentlich höher ist, direkt wieder aufgefressen. Ja, sonst von der Box her. Ich habe euch hier den Katalog, aktuell 2021, den verlinke ich euch natürlich unten dran. Und diese Box, da seht ihr auch die Maße und alles, das kann ich euch alles vorlesen. Und dann müsste man besser falten, aber ich bin da im Improvisieren mit der. Wir haben hier diese 400 Schweizer Franken bzw. Euro. Und hier unten ist Zubehör. Ersatzanschlusskabel. Das heißt, ihr braucht diese Kabel also nicht extra zu bestellen. Ihr kriegt für die 400 Franken ein Anschlusskabel 12 Volt, so ein Kabel und hier mit einem Zigarettenanzünder. Da mache ich euch hier unten ein Video, wo ich das beschreibe, wie man es nicht machen sollte. Und ihr kriegt ein 220 Volt Anschlusskabel, hier jetzt mit Schweizer Stecker. Wenn ihr die Box in Deutschland bestellt, natürlich mit dem Schuko Stecker, kein Thema. Die Kabel sind dabei, die Kabel werden hier hinten angeschlossen. Ich habe also das 220 Volt Kabel, was hier reingeht. Ich habe unten noch eine Sicherung drin. Und ich habe hier das 12 Volt Kabel. Wenn ich beide Kabel hier einstecke, beide Kabel anschließe, dann haben wir eine Vorrangschaltung auf 230 Volt. Das heißt, 12 Volt angeschlossen, nicht über den Stecker, den schneide ich jetzt halt mal nicht ab, sonst kriege ich wieder irgendwie einen Kommentar, den muss ich dran lassen. Und 230 Volt. Wenn ihr den direkt angeschlossen habt auf der Verbraucherbatterie im Fahrzeug drin und ihr Landstrom bekommt,
einsteckt, läuft die Box vorrangig auf 230 Volt. Wenn ich den 230 Volt Stecker rausziehe oder das Fahrzeug oder das Boot vom Landstrom trenne, geht er mit einem kleinen Unterbruch von 30 Sekunden wieder zurück auf den 12 Volt Betrieb oder 24 Volt im LKW. Ja, die Box ist Energieklasse A 2x Plus. Ich verlinke euch hier ein Video in der Endcard, das 3x Plus ist, also eine Box, die doppelt so groß ist, aber nur die Hälfte Strom braucht. Diese Box hier braucht um 1 Ampere. Wenn ihr eine Bleibatterie habt mit 100 Amperestunden Kapazität, läuft, weil ihr dürft nur die Hälfte rausziehen, etwa 50 Stunden. Wenn ihr eine Lithium habt mit 100 Ampere, dann etwa 100 Stunden. Ja, das soll es gewesen sein, hier von dieser Kühlbox. Eben, hier mache ich euch einen Link über eine wesentlich bessere Kühlbox, aber die auch sehr viel wuchtiger ist, weil sie eine dickere Isolation hat. Dann hier, wie man die Box gar nicht anschließen sollte. Einfach nicht so machen. Und hier unten ein Video über den großen Bruder, wo Sie die Literflaschen drin stellen können. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und jetzt darf ich euch noch vorstellen, Schneidiuse.